Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich rede dann erstmal noch mit dem Bernhard von Hugo, der da rumsitzt mit seinem Schwert. Den sollte ich eh noch, glaube ich, mal anquatschen. Ich weiß nicht, ob der ihn quasi fragt nach seinem Schwert. So, ob er es verkaufen würde oder sowas, aber. Der Pfad ist ja jetzt eigentlich offen. Clearing the way was your doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No, no, no. That's not like it sounds, you know. What name's Bernhard? Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure I'll repay my debt to you in battle. I swear it. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine. I swear it. Bei meinem Schwert. Oh, ich kann eine Geste bei ihm lernen. Freude-Geste. Nice. Der ist ein netter Kerl, der Bernhard. Da oben. Ach, da oben sind die Türen. Okay. Die gehen auf, sobald ich an dem Ding ziehe. Es sind eigentlich 6 Stück. Ja, oder einer von denen schlägt gegen so ein Fass. Das geht auch. Ah, da ist der Basilisk, der die versteinert hat. Und da sind wahrscheinlich noch mehr von den Dingern drin. Da oben geht die Tür auf. Kommen die hier nicht raus? Und sind so Kannibalentypen. Oh, was ist denn das für einer? Ist das ein untoter Zwerg oder was? Könnte aber Bernhards Cousin sein. Menschenbild, Seele eines eines stolzen Ritters, meine ich. So wenig Leben, wie ich jetzt noch habe. Holy shit. Aber der Steinern hat mir halt einfach gefühlt die Hälfte von dem, was ich halt maximal abgezogen werden kann, halt einfach weggenommen. Ist halt. Holy shit. Okay, ich weiß, in Dark Souls 1, wenn man da verflucht wurde. Also da war das noch mit Verfluchen so. Da haben einen die Basilisken auch verflucht. Da hatte man dann die Hälfte der ganzen Leben weg. Man muss den Läuterungsstein zu sich nehmen, damit es weg ist. Was halt noch AIDS war, weil wenn du keinen hattest. Oh, eine Estus-Blakoscherbe, nice. Wenn du keinen hattest, dann war es halt schon ein bisschen aufgeschmissen. Und es gab Händler, ich glaube es gab 2 oder 3, die das verkauft haben. Eine gab es, die hat irgendwie 3 Stück verkauft für 6.000 Seelen. Was halt schon wirklich teuer war. Gab da noch einen anderen Dude, der hat das für 3.000 verkauft, also konntest du 2 für den Preis davon holen, der hatte unendlich viele. Die haben auch relativ früh getroffen, tatsächlich. Ich guck mal, dass ich hier ein bisschen weiterkomme durch den Schattenwald. Schwindende Seele. Oh Gott, die werfen mir diesen ja auch die Küchlein.
Ich werf gleich auch was nach dir. Ah ne, der wirft mit Steinen tatsächlich. Er sagt einfach zusammen. Langschwert. Okay. Ja, dein Langschwert, das er nicht benutzt. Das ist schon mal interessant. Varus Wahrheitsverkünder. Verkündet mir die Wahrheit über Varus. Lebensstein, Lebensstein. Ich habe auch noch einen Knochenstaub, den darf ich nicht vergessen zu verbrennen. Seelen des stolzen Ritters, Menschenbild. Okay. Ich weiß, ich hatte früher mal ein Problem mit diesen Menschenbildern. Ich habe die immer ständig benutzt. Wenn ich dann immer ein paar weniger Leben hatte. So. Oh. Muss ja noch schnell. Aber dann, wenn ich Sandnest mache. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Also. Damit ich natürlich das nicht vergesse und ich nicht nachträglich immer die Sandnest machen muss. Das ist eine Weggabelung hier, kann das sein? Oh Gott, das sind die Falkner. Die sind hier in Dark Souls, im normalen Dark Souls 2 sind die hier nicht. Die sind aber Aids. Die haben aber eine interessante Waffe. Und ein interessantes Schild. Da will ich halt nicht, nicht durchgehen. Weil da komme ich woanders hin, wo ich noch nicht hin müsste. Oh, das sind diese komischen Äffchen. Okay, die sind mit einem Schuss tot. Oh Gott. Wenn der das tut, dann grabt er mich und will mich fressen. Ah, der kommt nicht, der kommt nur bis dahin. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen lost. Okay, der Zyklop ist tot. Das war wenigstens ein recht safer Kampf, weil ich hasse das, gehen im Nahkampf gegen die zu kämpfen. Die sind halt richtig stark. Nicht, dass die Dinger mich auch noch versteinern. Von weißer Baum. Ich hätte jetzt eigentlich Angst. Oh, da ist noch so ein. Der lebt ja noch. Ich hätte jetzt eigentlich Angst, dass er so einen Riesenpfeil einschlägt, aber. Falsches Game. Roter Tränensteinring.
Oh. Backstab! Hier komme ich nicht weiter. Ich muss das Symbol des Königs in meinen Besitz bringen oder ich brauche einfach 1 Million Seelen, dann komme ich da durch. Ja, wenn wir. Ich glaube, ich brauche nur einen großen Boss noch, damit ich da durchkomme. Weil bis dahin bin ich wahrscheinlich dann auch weit genug, dass ich da durchkomme. Und ich brauche halt den Königsring. Den findet man auch irgendwo, den findet man auch an einem Ort. Ich glaube in Schloss Spring Lake tatsächlich. Ich könnte aber an den Falknern vorbeigehen und da komme ich Richtung Schloss Spring Lake, aber ich glaube nicht, dass ich da reinkomme, weil ich noch nicht bereit dafür bin. Nur zumindest komme ich an den Gegnern nicht vorbei, weil die stark sind. Gott, sie zoomt sogar die Kamera ran. Ich muss hier aufpassen, hier gibt es Gegner, die ich nicht sehen kann. Ich erinnere mich hier gerade gleich ein bisschen an Dungeon Lord. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky. Thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far. I learn new things every day, things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. Nice. If I can help you, if you require something, do speak up. Okay, hier ist er lernen. Kopf ab. Gegenstand kaufen. Ich kann bei ihm Gegenstände kaufen. Nice. Claymore oder das Großschwert? More or Clay Some. Oh, Zerstörungsgroßbeuer. Ist ohne Goldrad.
Oh, Zauberbarriere. Dieses Wunder soll die Wirker mit einer Felsrüstung schützen. Es war unter den Zauberrittern von Myra weit verbreitet. Hüllt den Körper in eine magische Barriere, erhöht die Resistenz gegen Magie, Blitz, Feuer und Finsternis. Boah, kann man nutzen. Großschwert, Ah, weiß ich noch nicht, ob ich das benutze, ob ich das nehmen möchte. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these, but such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Naja, also er kann ja nicht mehr so viel machen. Er ist ja nur noch ein Kopf. Er kann nur noch herumliegen und nachdenken. Aber hey, vielleicht findet er ja auch die wahre Weisheit in seinem mittlerweile kopflosen Tagen. Thank you for lend. Here, take these. I have no use for them. Vengar's helm. And resume your journey. I cannot lie. Sometimes I was a high and for his hand, but perhaps fair. So. I will return. Die Shady Bastards. Ich kann dich sehen. Du bist kein Slim Shady. Die haben so eine weiße Silhouette. Ja? Die sind nicht der real Slim Shady. Bloß billige Abklatsch. Aber jeder weiß, ein Slim Shady steckt in jedem von uns. Ach, da komme ich wieder zurück zu Vengar. Und manchmal ist auch arbeitet der Slim Shady auch bei Burger King. Und spuckt in seine Onion Rings. Was macht denn das für Geräusche? Da kann ich ihn sehen. Ach, der Baum. Das ist die Baumgeist oder was? Die herumirren. Einfach so Leute angreifen. Ah, okay, jetzt komme ich jetzt zum Anfang. Den habe ich gleich gesehen. Muss
muss dafür schon ein bisschen gutes Auge haben. Hier ist doch auch irgendwo einer. Da unten ist einer. Die haben eine Armbrust und einen Dolch. Nice. Ring der alten Sonne. Keine Ahnung, was der tut. Ich werde es jetzt aber auch nicht nachgucken, weil nicht, dass dann so ein Typ von hinten kommt und mich backsteppt oder so. Das können die auch tun. Und es tut weh, sage ich euch. Und Backstep tut immer weh. Au. Ja. Ja. Well, damit habe ich jetzt aber auch echt nicht gerechnet. Über den habe ich nicht gesehen. Der war tatsächlich hinter mir. Aber meine Lebenspunkte können nicht mehr weiter runtergehen. Weil da kann ich auch mal nachgucken, was der Ring der alten Sonne jetzt tut. Glockenhüterring. Ändert der irgendwas? Nein. Selten sind unsere Taten, schlagen auf uns zurück, auf die eine oder andere Art, auf gut oder böse. Seltsame Steinring hat eine feurige Hitze. Erlangt mehr Kraft, je mehr dem Träger geschadet wird, dann explodiert er und fügt Gegner in der Nähe Schaden zu, während sein Träger unbeschadet bleibt. Ah, okay. Interessant auf jeden Fall, da vorne ist einer. Oh Gott, der Verlassene invasiert mich, fuck. Ich muss zurück zum Bonfire laufen. Ich bin hier trapped. Scheiße. Jetzt habe ich meine 13k Seelen verloren wegen dem Hurensohn. Wieso muss mich jetzt auch so ein fucking NPC-Finstergeist invasieren? An dem Punkt, über den ich vorhin 5-mal gelaufen bin. Jetzt komme ich an den Punkt, an dem ich meine Menschlichkeit eigentlich restoren sollte. Weil ich nicht mehr genug Leben habe. Aber das Problem ist das Gebiet, in das ich nachher komme. Ist halt, ja. Man, ich hätte meine Seelen doch noch ich hätte doch noch was kaufen sollen dafür. Ach, dammit. Jetzt habe ich ja wieder 13k verloren. Ja, jetzt kommt der Hurensohn schon wieder. Und ich weiß nicht warum. Bin hier schon 5-mal drüber gelaufen. Gefühlt schon 10-mal jetzt.
bin nur 7000. Ah. Wenn ich meine Seelen zurückbekommen hätte, komplett. Das wäre was gewesen. Wo ist denn der Hund hier? Da ist er. Das ist ein anderer gewesen. Der hier dran war. Die lungern hier immer um die Bäume herum. Da ist einer. Ich sehe den wieder nicht. Da vorne ist er. Problem ist, ich kann ihn nicht targeten. Wäre natürlich einfacher. Ah, das war ein anderer. Der hat sogar ein Schwert gehabt. Das habe ich aber tatsächlich auch am Sound gehört. Aber der hat nicht zugestochen. Nice. Florantiering plus 1, nice. Stimmt, man hat ja die plus 1 Ringe auch bekommen. Vom New Game Plus. Man kann ja auch die plus 3 Ringe bekommen. Oh shit. Scheiße. Der hat eine andere Waffe. Der hat eine andere Waffe. Der Dude. Dammit. Dammit. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da wieder reinzurennen. Wobei, komm. Invaded werden kann ich ja so oder so nicht von außerhalb, also von außerhalb meiner Spielwelt, sondern nur von NPCs, aber die sind ja eh dead, wenn ich die einmal gekillt habe. Also würde ich an der Stelle mal sagen, gehe ich da so mal rein. Aber ich hole mir noch ein... neues Estus.
Schattenwald, zerstörte Wegabelung.